Das ist mein Wort zum Sonntag. I hate people. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin heute etwas grün angezogen. Ich fühle mich sehr wohl darin. Ist auch sehr warm und weich. Wenn ihr Fragen habt, woher ich das habe, ich glaube, es ist von H&M. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ist ganz niedlich. Ich habe darunter einfach nur einen Top an, aber es hält auch sehr, sehr warm. Also Leute, wenn ihr euch das holen wollt, sehr, sehr nice. Übrigens seht ihr schon, dass meine Haare sehr, sehr hell geworden sind. Ich habe sie jetzt bisher, weil ich meine Haare immer alle 3 Wochen wasche, dreimal gewaschen. Ich bin gespannt, wann sie wieder blond sind, weil es ja nur eine Tönung ist. Heute ist nicht das Thema meine Haare, sondern What's in my bag? Leute, wer kennt dieses alte Format nicht? What's in my bag? Ich habe das so gefeiert. Irgendwann wurde es ein bisschen läppsch, aber ich dachte, ich bringe es jetzt einfach mal wieder rein. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Ich zeige euch einfach, was ich drin habe, was ich so mit mir mitnehme. Und ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich dachte einfach mal, ich zeige es euch trotzdem. Let's go! Was ich jetzt momentan für eine Tasche benutze, ist die von Lianox. Das war die, die ganze Zeit, auf die ich lange gewartet habe. Die benutze ich momentan gern, weil man hier auch schön zuschnüren kann. Sodass mir hier keiner reinfasst in meinen Jutebeutel, weil ich das irgendwie, also ich mag Jutebeutel, aber ich finde es immer so ein bisschen unsafe, wenn man damit rumläuft, weil jeder da einfach reingreifen kann. Auch wenn man es nicht merkt. Sonst habe ich sehr viele kleine Taschen, die ich auch sehr, sehr gerne benutze. Meistens nehme ich eigentlich immer sehr, sehr wenig mit, weil ich auch sehr gerne eine kleine Tasche bei mir habe. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich momentan mitnehme. Hier vorne habe ich so eine kleine Tasche. Da habe ich Kaugummi drin. Denn Kaugummi brauche ich immer. Eigentlich habe ich ein anderes Kaugummi, was ich immer benutze, aber I don't care. Zuallererst habe ich ein Deo dabei. Ist sehr wichtig. Wenn ich von der Arbeit fertig bin oder zur Arbeit gehe, benutze ich sehr, sehr gerne Deo und das hier benutze ich eigentlich sehr, sehr gerne. Also so Sprühdeo, da bin ich meistens immer, ich probiere mich da aus, habe da kein Favorite Sprühdeo. Ich habe auch ein Stick Deo, das habe ich jetzt aber im Badezimmer, das, ich weiß gar nicht von welcher Marke das ist, für ein paar Stunden, also jetzt nicht für den ganzen Tag, aber ja, und dann das dazu, das ist eigentlich eine gute Kombination. Dann habe ich auch voll oft eine Mütze dabei, weil es ja immer noch sehr, sehr kalt ist und damit ich mich nicht erkälte oder meine Ohren kalt werden, dass ich immer eine Mütze dabei habe. Die ist von, ich glaube, die hatte ich mal von Gina Tricot. Ja, Gina Tricot. Kann sogar waschen. Ist aber schon ein bisschen älter. Leider haben wir den Laden auch nicht mehr, weil wegen Corona Gina Tricot schließen musste. Leider, leider. Sehr schade. Die hatten manchmal echt schöne Sachen. Schöne Taschen und so. Dann Maske. Ich habe sehr viele Masken. Ein Haargummi ist auch immer mega wichtig für Mädels mit langen Haaren. Auch mit kurzen Haaren, wenn man sich jetzt aufmachen kann. I need. Der hier ist, glaube ich, von Rossmann. Ich kaufe mir immer meine Scrunchies von Rossmann, weil die mal recht günstig sind. Das sind immer 2 für 1,99 €. Und ich finde die immer sonst teuer, wenn ich die irgendwie in so einem ganz normalen Klamottenladen kaufe, weil da verkaufen die das ja auch manchmal. Oder bei DM sind die auch manchmal viel teurer als bei Rossmann. Ist mir aufgefallen. Kosten nicht mehr irgendwie 4 Euro oder so. Und dann gibt es ja noch diese gekringelten da. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Viel zu teuer. 7 Euro oder so oder 10 Euro. Würde ich niemals für einen Scrunchie ausgeben. Ganz ehrlich, der wird dir eh kaputt gehen irgendwann. Taschentücher. Sehr wichtig, wenn die Nase läuft. Was habe ich noch? Ich habe jetzt letztens Schmerztabletten mitgenommen, weil Leute, gar nicht geil, wenn man seine Tage hat und Schmerzen hat. Und am allerersten Tag brauche ich manchmal eine Tablette, weil es halt einfach nicht geil ist. Dann habe ich hier halt noch so ein paar Sachen drin für meine Tage. Ne, könnt ihr euch selber vorstellen. Mit den Tampons und sowas. Ein Regenschirm. Auch mega wichtig, wenn es regnet. Also ich habe immer so richtig wichtige Sachen in meiner Tasche. Weil viele haben ja auch manchmal so Lipgloss und dies und das. Also ich habe eine Lippencreme immer dabei. Die kennt ihr ja bestimmt schon von meinen Videos. Die habe ich auf jeden Fall mit dabei, weil sie halt pflegt. Aber sonst halt auch nicht. Dann habe ich hier einen Schlüssel von der Arbeit. Und
Desinfektionsmittel, ganz wichtig heutzutage. Egal, was man anfasst, es ist schon wichtig, dass man das dabei hat. Aber die meisten, die ich bisher habe, stinken irgendwie. Richtig komisch. Ja, und natürlich das Wichtigste, mein Portemonnaie. Das hier habe ich von Topshop. War auch recht günstig. Ich glaube, ich habe 7 oder 8 Euro dafür bezahlt. Sehr viel Platz. Hier hinten sind Fächer. Hier drinnen ist ein Fach. Und dann hat man hier noch so ein großes Fach. Will euch jetzt nicht genau zeigen, was ich da alles drin habe, weil das sehr privat ist und ihr jetzt auch nicht wissen müsst, wo und wie, bei welcher Bank ich bin und keine Ahnung was. Ich habe jetzt nicht so oft Kleingeld dabei, das ist echt eher so ein Kartenbehälter plus ich sammle meine ganzen Bons. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin sehr zufrieden damit. Ja, ja. So. Also irgendwie geht das Video heute recht schnell vorbei, weil ich euch einfach schon alles gezeigt habe. Sonst habe ich hier einfach nur so Bons. McDonalds-Bon. Richtig geil, weil ich letztens bei Mc's war und ich hatte so Bock auf diesen McFrappé. Wie hieß der? Frappé, ja. Apfeltasche. Da habe ich meinem Freund noch einen Cookie mitgebracht. Richtig geil. Dieser Frappé mit Karamell schmeckt sowas von nice. Da habe ich hier noch so einen Bon von Edeka. Ich habe eigentlich auch beides im Müll. Das brauche ich nicht mehr. So, und dann, was ich auch immer dabei habe, auch wenn ich die Tasche nicht habe, sind meine AirPods. Und natürlich mein Handy. Und ab und zu, also früher habe ich das voll oft gemacht, habe ich auch meine Powerbank mitgenommen. Aber momentan nutze ich die irgendwie nicht, weil mein Akku momentan nicht so schnell leer wird, was relativ gut ist. Ja, und sonst halt Schlüssel, ne? Sonst habe ich eigentlich auch gar nichts Wichtiges drin. Also nichts Spektakuläres, Leute. Ich habe hier kein Game dabei, so ein Kartenspiel oder sowas. Ich habe eigentlich voll die Standards. Übrigens wollte ich mir jetzt aber noch für meine Tasche, weil meine Hände sind so trocken und ich habe sonst nie trockene Hände. Ich kenne das eigentlich gar nicht. Möchte ich mir heute eine Handcreme kaufen, wenn ich einkaufen gehe. Die dann auf jeden Fall auch immer mit dabei haben. Weil meine Haut ist so trocken, wahrscheinlich von der Arbeit, so das ist richtig schlimm geworden. Und ja, vielleicht konnte ich den einen oder anderen irgendwie wieder helfen zu wissen, was er manchmal vergisst in seiner Tasche, denn das tut man auch sehr, sehr gerne. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen, auch wenn nichts Spektakuläres drin war. Ich hatte trotzdem mega viel Spaß. Und auch wenn ich das jetzt hier so abgerattert habe, fand ich es irgendwie doch ganz cool. Also ich war mir erst nicht so sicher, ob ich das Video drehen soll, weil ich mir so dachte, ach komm, das interessiert doch eh keinen. Vielleicht interessiert es auch wieder keinen. Dann ist mir egal, ich habe es trotzdem gedreht und es hat mir Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr euch das Video anschauen werdet. Und tschüssi!